Na, jetzt bin ich mal gespannt. Eieieiei. Moin, Jungs. Wer sitzt denn da? Oh. Wunderschönen Kopf. Immer schön den Kopf behalten, wollte ich sagen. Der ist auch, liegt auch schon ein bisschen länger. Sturmruf. Die möchte ich gerne ausprobieren. So, ne? Speichern gleich mal ein. Irgendwie hat er. Warum war die Leiche verbrannt? Ich suche noch den Weg nach Skulltafen. Na. Oh, jetzt sind wir wieder da. Hinter mir? Na super. Lass mich! Lass mich! Und kann ich nichts machen. Ach, das ist noch mehr. Ja, nee, ist in Ordnung. Tag, Jungs, muss gerade mal weg. Was ist denn? Ist ja lächerlich. Ja, ich habe gar keine Zeit. Hör mal auf jetzt. Ach, ich habe ein ganzes Gewitter beschworen. Ich will nicht runterfallen. Okay, dann ist es wieder cool. Ich bin runtergefallen. Nein. Ich lade nochmal. Upsa. Ich habe ein ganzes Gewitter beschworen. Das ist ja natürlich auch. Achso, ein Sturmruf. Natürlich. Das heißt ja Sturmruf. Hör mal auf jetzt. Och, Menno. Sekunde. Genau. Warte, warte, warte. Ich darf ja vielleicht mal einen nehmen. Ja. Oh. Ich wollte auch mal brüllen. Hallo. Ich hab. Hallo. Den Knopf schon gedrückt, aber. Weißt du, dann drückst und drückst und dann passiert nichts. So, also nochmal schön den Zauber rausgeholt. Hier und. Oh. Ist natürlich fair, dass man erstmal von zwei Todesfürsten hier überrascht wird. Gut. Auch noch. Die sind lästig, die mag ich überhaupt nicht, die Jungs. Hier, Schuss. Au, ab!
mich schön runtergeschmissen. So, noch ein für Mutti, ein für Vati. Fertig. Uiuiui, hier geht's ja los hier jetzt. Kann ich irgendwas öffnen? Ist das meine Rückfahrkarte, die ich hier gerade öffne? Nee. Ja, doch. Oh. Amulett von Zenita. Orkische Rüstung. Kenne ich auch. Mehr ist hier nicht. Hm. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung. Oh. Verzeihung. Hm. Na gut, dann gehen wir wieder hoch. Ich dachte, hier war was Hübsches, aber nö. Wie groß ist denn Skuldhaven? Ich dachte, das wäre mal irgendwie like einmal abgearbeitet, aber nein. Das war hübsch. Der war drüber weg. Der hat gefunden, was er gesucht hat. Fand ich jetzt gut. Der war schlecht. Okay. Wo sind wir denn eigentlich? Oh. Wer wartet denn dort? Warte. Speichern. Ich kann gar nicht speichern, ne? Warte mal. Doch, ich hab grad. Jetzt habe ich gespeichert. Hm. Scheinbar kann ich das nicht tun. Ich sollte mich wohl Alduin stellen. Betritt Sovngarde. Wo ist er? Ich würde ihn doch nicht einfach da stehen lassen. So, und gerade nehme ich natürlich mit. Aber dich auch. Hehehe. Liebe Drachen? Drachenpriesterstab. Cool. Steigert die Magie kaum 50 Punkte Zerstörung und Restaurant. Uiuiui. Hübsch. Und wie komme ich jetzt nach Sovngarde? Ach so. Hm. Ah. Oh. Okay. Mädels, ihr wartet zu lange, ne? Und dann wollen wir mal. Begonnen, Sovngarde. Habe ich da eine Karte? Nö. Nicht so wirklich. Finde heraus, wie man Alduin besiegt. Sovngarde. Da ist ein Tempel. Da ist ein Drache. Upsa. Wer war das? Da läuft einer. Wer bist du denn? Es gibt kein Entrinnen. Ich wollte gerade mit ihm reden.
Max ist auch weg. Hütet euch. Der Weltenfresser wartet im Nebel. Verstorbene Soldaten. Dieses Bild ist echt hübsch. Kann ich mal den Bogen wegnehmen? So ist das schön. Hoia! Na gut. Hoch. Was kommt davon, wenn man nur in die Luft guckt? Da wo oben liegt ein Drache. Aber was für einer? Das ist eine Drachenbrücke. Huch. Hoia! Nein, nicht darunter. Wer weiß, ob man aus diesem ewigen Fluss rauskommt. So, komm, jetzt laufen wir mal ein bisschen lang hier. Oh, vielleicht sollte ich mal speichern. Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sogengarde, Ende der Seelen? Wer seid ihr? Ich bin zu. Schildtarne von Shaw. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen und jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shaws erhabener Halle führte. Mhm. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ja, denn ich verlange Eintritt. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern Leben wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Ich bin ein Drachenblut. Auf Butter in der Nacht. Das ist eigentlich auch cool. Ich bin ein Drachenblut. Ach, es ist zu lange Zeit her, seit ich zuletzt einem vom Untergang getriebenen Drachenbluthelden ins Gesicht geblickt habe. Kann ich die Halle betreten? Lebend oder tot? Auf Befehl Shaws darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten. Bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Kriegerprüfung. Was? So? Sicher. Hallo? Ich war nicht gefasst. Überhaupt nicht gefasst. Was führt ein doch Shaw hat uns kein Schatten. Mit ich sag mal was anderes. Unter der Nacht. Ihr dringt hier unbefugt ein, Schattenwandler. Shaw kennt euch. Vielleicht werdet ihr euch vor dem Ende ein Willkommen lebend oder tot. Hey, ich hab getroffen. Was? Ich sollte weg. Ich sollte laufen. Ich sollte mich bewegen. Ich sollte aufpassen. Na, wo bist du denn? Ich habe lange auf einen so würdigen Gegner gewartet. Ja, ich auch. Ich treffe doch. Wenn er nicht so zappeln würde. Ist zu. Die Freude des Kampfes brennt in eurem Herzen. Ja,
Ja, Reicht schon? Ihr habt gut gekämpft. Finde ich auch. Ja, ich komme. Shaws Gunst hat euch gefunden, Drachenblut. Die Halle der Tapferkeit, die Ruhe des Herzens. Okay, aber was ist mit meiner... Ich brauche Antworten. Wie kann ich Alduin besiegen? Was ist das für Fahnen? Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich weiß nur nicht, was ich machen muss. Die Halle der Tapferkeit. Oh, jetzt kriege ich Lex. Mein Gott. Seid willkommen, Iskramor. Unsere Tür war leer. Seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleid der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hä? Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Hakon? Und Feldir der Alte, vorausschauend und grimmig. Das heißt? Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Ah, oh. Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den Weit seid ihr gereist. Habt mancherlei Prüfungen. Ich guck mich erstmal um. Ist euch nach Speise oder endlosen Gesang? Drachenblut. Wieso? Seid ihr gekommen, um Schors erhabener Sitz ist? Okay, die sagen alles Gleiche. Keine Düsterheit kann mein Herz lange in Shores gesegneter Halle bedrücken, wo niemals Schatten fallen. Apropos fallen. Ihr habt's ganz schön hoch hier. Auf Shores Befehl hin gebieten wir unserem Zorn Einhalt. Zorn. Wir speisen und singen bis zum schlimmen Ende. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Wieso sieht hier so anders aus? Olaf Einauge? Ihr habt Zwagnir befreit, ein wirklich lausiger Dichter. Aber ein ehrenhafter Feind, der sich meine Achtung verdient hat. Leider ist er jetzt im Seelenfallennebel verloren. Und wer sitzt hier? Jürgen Windrufer? Meine Anhänger wandeln noch auf dem schwierigen Pfad. Ah, ich glaube, meine Platte ist bald voll. Ich muss mal langsam aufhören. Einfach zu beschreiben. Aber wenn ihr euch von der Weisheit entfernt, werdet ihr ist euch nach Speise oder endlosem Gesang? Nö. Kämpfen, trinken, Geselligkeit und... Wer seid ihr? Endlich! Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen. Wo ist Wotar? Und niederzustrecken, wo immer er lauert. Ja. 100 Leben lang hat mein Herz da ausgebracht. Meine Anhänger wandeln sogar im schwierigen Pfad. Der Weg der Stimme ist... Boah, müssen wir alle in die Ohren brabbeln? Aber wenn ihr euch von der Weisheit entfernt, werdet ihr nicht nach Sovngarde zurückkehren. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn zum Kampf zwingen. Was willst du? Felgir spricht weise. Der Welt. Der Feigling fürchtet euch Drachenblut. Wir müssen sein Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarz geflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Jetzt schon? Ich werde hier eine kleine Aufnahmepause machen. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim Special Edition. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Fages LP. Hilft den Helden Sovngarde, den Nebel zu brechen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich werde noch einmal speichern.
denn ich möchte gerne noch ein bisschen Minecraft spielen. Wenn das Ende unserer Seelen unser Schicksal ist, werden wir in Liedern weiterleben. Schön. So. An den Toren von Sovngarde werde ich meinem Schicksal mit freudigem Herzen begegnen und wissen, dass ich für die ernste Sache gefallen bin. Gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.